Am 17. März 1913 brachte Dr. Ludwig Munzinger die erste Lieferung des Archivs für publizistische Arbeit zur Post. Damit legte er den Grundstein für das heutige Munzinger-Archiv. Nach einem guten Start war das Unternehmen zu Kriegsbeginn im August 1914 schon fast wieder am Ende, weil der Gründer in den Krieg ziehen musste. Seine Frau Cora Munzinger brachte jedoch während des Krieges eine reduzierte Ausgabe heraus. 1917 zog die Familie auf einen Bauernhof bei Weingarten in Württemberg, wo sich Ludwig Munzinger nach Kriegsende wieder der Herausgabe seines Archivdienstes widmen konnte. Aber erst als sich 1923 die Währung stabilisierte, erlebte das Unternehmen einen Aufschwung. Seine Produkte gingen nun auch ins deutschsprachige Ausland. Familie und Unternehmen zogen 1926 wieder nach Berlin und 1930 dann nach Dresden in die Heimat von Cora Munzinger. Während der NS-Zeit blieb das Munzinger-Archiv zunächst unbehelligt. Im August 1936 aber beschlagnahmte die Polizei in Dresden vorübergehend Archivmaterial und Bibliothek und ein Zensor wurde eingesetzt. Als das Zentrum Dresdens im Februar 1945 verbrannt und die Fortführung der Unternehmung dort nicht mehr möglich war, wich die Familie erneut nach Oberschwaben aus und Ludwig Munzinger fing im Alter von 68 Jahren in Ravensburg noch einmal von vorne an. Nach dem Tod Ludwig Munzingers 1957 übernahm sein Sohn Dr. Ludwig Werner Munzinger die Herausgabe des Munzinger-Archivs. Ab Mitte der 1960er Jahre kam es bei den Zeitungsverlagen zu Fusionen und Kooperationen, die das Unternehmen wegen finanzieller Einbußen nur mühsam verkraftete. Deshalb entwickelte Ludwig Munzinger aus dem ursprünglichen Zettelarchiv für Redaktionen lose Blattwerke in handlichen Ordnern, die nun auch von Bibliotheken bezogen werden konnten. Eine neue, bis heute sehr wichtige Zielgruppe war gefunden. 1982 wagte Munzinger als eines der ersten Verlagsunternehmen den Schritt ins digitale Zeitalter. Alle Texte der ersten Wochenlieferung des Jahres wurden vollständig mit einer elektronischen Texterfassung auf der eigenen EDV-Anlage verarbeitet, nachdem zuvor parallel zur Printausgabe schon Angebote in dem neuen Medium Bildschirmtext gemacht worden waren. 1986 trat der Enkel des Gründers Ernst Munzinger in das Unternehmen ein. Er stellte die Produktion der Inhalte und die Verwaltung der Abonnements auf digitale Verarbeitung im PC-Netzwerk um. Ab 1995 wurden alle Dienste zur Nutzung bei Bibliotheken digitalisiert auf CD-ROM angeboten. Im selben Jahr bezog die Munzinger Archiv GmbH ihren heutigen Firmensitz in Ravensburg-Oberzell. Seit 1997 stellt das Munzinger Archiv seine Informationen auch im Internet bereit. Inzwischen ist Munzinger Online längst zur wichtigsten Plattform für die Vermarktung der Informationsdienste geworden. Erfolgreiche Kooperationen mit kompetenten Partnerverlagen und anderen Plattformbetreibern erweitern inzwischen das Informationsangebot von Munzinger. Seit 2022 steht den Abonnenten das neu entwickelte Munzinger Online zur Verfügung, das alle eigenen und in Lizenz publizierten Wissensdatenbanken unter einer nun einheitlichen Oberfläche versammelt. Mit der Betriebswirtin Friederike Munzinger trat 2020 die vierte Generation in das Unternehmen ein. Seit August 2023 ist sie gleichberechtigte Geschäftsführerin und verantwortet den Bereich Marketing und Vertrieb.